Motion Capture, die digitale Kunst, die reale und echte Bewegungen in Filmen und Videogames zaubert. Motion Capture, auch bekannt als MoCap, ist ein Tracking-Verfahren, das Bewegungen von Objekten, Tieren oder Personen aufnimmt. Die aufgezeichneten Daten werden an ein Computerprogramm übertragen, um realistische und lebensechte Bewegungen in virtuellen Umgebungen zu erzeugen. Heutzutage ist die Bewegungserfassung ein wichtiger Bestandteil der Film- und Animationsindustrie. Die Geschichte der Motion Capture-Technologie lässt sich bis 1915 zurückverfolgen. Um überzeugende Bewegungen der Zeichentrickfiguren zu erreichen und sie realistischer aussehen zu lassen, bediente man sich der Technik des Rotoscoping, einem Vorläufer des Motion Capture. Diese Technik wurde 1915 vom Animator Max Fleischer, bekannt für seine Zeichentrickfigur Betty Boop und Popeye, erfunden. Bei diesem Verfahren wurden Szenen in Echtzeit gefilmt und der Film dann auf Glasscheiben projiziert, sodass ein Animator die Handlung Bild für Bild nachzeichnen und so die Bewegungen der Schauspieler einfangen und auf die Figuren applizieren konnte. In den 1930er Jahren übernahm Disney diese Technik und viele ihrer berühmten frühen Filme wie Schneewittchen und die Sieben Zwerge wurden mit Hilfe des Rotoscoping erstellt. In den 1950er Jahren entwickelte der Animator Lee Harrison der Dritte den ersten MoCap-Anzug. Er baute einen Körperanzug mit Potentiometern und entwickelte die erste funktionierende Motion-Capture-Anlage, mit der er 3D-Figuren in Echtzeit auf seinem Bildschirm animierte. Die frühen 2000er Jahre brachten weitere Entwicklungen mit sich und inspirierten Regisseur Robert Zemeckis dazu, die neu entwickelte Technik für den Polarexpress zu nutzen, einen der ersten Filme, der vollständig mit Motion-Capture-Technologie gedreht wurde. Der Filmemacher James Cameron brachte die MoCap-Technologie auf ein nächstes Level. Er platzierte den Schauspielern eine am Kopf montierte Kamera in 15 cm Entfernung direkt vor das Gesicht. Diese nimmt die Mimik des Gesichts besonders detailreich wahr, das sogenannte Performance Capture. Zudem wurde ein Großteil des Films in einem virtuellen Studio gedreht. So konnte der Regisseur die CGI-Versionen der Schauspieler in Echtzeit auf einem Monitor sehen, während diese die komplett digitale Welt von Pandora bevölkerten. Mittlerweile gibt es Programme, die es ermöglichen, die Performance eines Schauspielers mit einem Smartphone zu erfassen und als originalgetreue Gesichtsanimation auf eine beliebige Figur anzuwenden. Motion Capture hat seit 1915 einen sehr weiten Weg zurückgelegt und wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Dank AI-Technologien öffnen sich immer mehr neue Möglichkeiten. Lust auf mehr? Abonniere uns jetzt!